Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So. Ja, und ich würde sagen, es geht los mit Tomb Raider Alberello Mysteries. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich fange an mit einem neuen Spiel. Jetzt schauen wir uns als erstes mal das Intro an. Ich vermute mal, das werde ich wohl Lara, rausschneiden. Che bello rivederti. Sei già arrivata. Ja, muss ich mal schauen. Jean, mio fedele amico. Grazie nelle mie passate avventure. E ce la farò anche questa volta. In bocca al lupo, Lara. Confido nelle tue capacità. I trust in your skills. Ich glaube an deine Fähigkeiten. Genau. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort gewesen hier. Ja, Story ist eigentlich allgemein bekannt. Artefakte suchen. Genau. Das werden wir auch gleich machen. Hier im Badezimmer finde ich erstmal diesen Lappen. Den brauche ich gleich. Ja, ich habe das Spiel jetzt schon im Endeffekt mehrmals jetzt gespielt. Das erste Level zumindest. Und deswegen läuft es jetzt ein wenig flüssiger als wie sonst. Das ist mal First Try und jetzt bin ich hier mittlerweile beim Third Try ungefähr. Das heißt natürlich nicht, dass alles besser klappt. Ah, da ist er. Ganz ohne Energieverlust geht es auch beim dritten Mal nicht. Ah, es kommt glaube ich noch einer, ne? Oh ja, geht doch. So, das war Nummer 3. Weil es so schön war. Kommt noch mal zwei, ne? Ich glaube, da brauche ich mal ein bisschen Energie. Weil die nächsten beiden Kollegen sind ein bisschen unfreundlich. Aber ist denn, wenn ich so rumgehe? Kommt ihr noch? Wo seid ihr? Hey, jetzt kommen die nicht? Hallo? Hallo, wo seid ihr? Meine Freunde. Aha, ich muss von hier kommen. Na, oh. Der war nicht ganz so gut, ne? Aber immerhin gibt es eine kleine Belohnung. Hallo? Mein Medipack? Oh nö, ist mein Midi-Pack weg? Ach, da liegt's auch. Ich habe gerade was gesehen. Hä, ich dachte, da war noch ein Midi-Pack. Dann glaube ich eher mal nicht. Schade eigentlich. Gut, kann man machen nichts. Was nicht ist, das ist nicht. Wo seid ihr? Okay, ich muss erst da rein. Dann kommen sie raus, die beiden Ratten. Ja, da ist schon der Schraubenschlüssel. Cool. So, mal gucken, wo müssen wir überhaupt hin? Erstmal auf den Hund hier warten oder die beiden sogar. Okay, Zeit für Medipack. Ja, wenn das so weitergeht, dann wird das alles ein bisschen knapp hier. So.
Was ist passiert? Ich habe einen Schraubendreher. Was machen wir mit dem Schraubendreher? Genau, ich muss zur Kaffeemaschine. So viel kann ich schon mal verraten. Machen wir das. Buonasera, desidera? Salve. Un caffè, grazie. Mi dispiace, la macchina del caffè non funziona. Ho chiamato il tecnico stamattina, ma non è ancora arrivato. Funziona! Ha, ich liebe die italienische Sprache, auch wenn ich nichts verstehe. Klingt immer so freundlich. Selbst wenn ein Italiener schimpft, das klingt dann irgendwie immer noch freundlich. So. La riparata! Grazie mille, come posso sdebitarmi? Sto cercando il prete, ma la chiesa a quest'ora è chiusa. Mi sa dire dove trovarlo? Purtroppo non so dove abita, ma se riuscisse a trovarlo potrebbe restituirgli questa chiave. Ieri l'ho trovata per strada. Sa, il prete è anziano e un po' distratto. Ja, das meine ich mit der italienischen Sprache. Reparata. Was sagt man denn auf Englisch? It's fix. Und auf Deutsch? Ist fertig. Ne? Klingt das doch schon wesentlich angenehmer. Gut, ich habe einen Schlüssel. Ich habe Milch. Die Kaffeemaschine ist repariert. Was muss ich nochmal machen? Ach, die Milch habe ich, ne? Genau, gehen wir zu den Katzen. Katzen, wo seid ihr? Nicht die Fackel anzünden. Ah ja. Was wollte ich machen? Falscher Knopf wieder. Nein. Milch. No? Why? Jemand schritt näher. Ah, jetzt geht's. Und so werden aus einer Katze zwei Katzen. Heute kriegen mit. Okay. So, was haben wir denn für einen Schlüssel? Pink Key. I have the pink key. Mal sofort gewinnbringend einsetzen. Wo war das nochmal? Ich meine hier rechts. Ne, das ist der gelbe. Nehmen wir die Tür. Use it. So, dann haben wir hier ein Buch. Ziehen wir mal raus, um es nicht zu lesen, um die nächste Tür zu öffnen. Was kann man hier noch machen? Etwas einsammeln. Ja, komm, Lara, heb es auf. Ja, geht doch. Ja, viel mehr kann ich erstmal hier nicht machen. Muss ich später nochmal zurück. Ah, der nächste Kollege. Ja, geht doch. Jetzt kommt bestimmt die Trinkblase. Genau. Die werde ich auch sofort einsetzen. Wie rumlaufe ich? Rechts, links, geradeaus. Wir laufen mal so rum. Aber hier liegt, glaube ich, auch noch etwas. Genau. Irgendwo war hier ein Gulli. Genau hier. Perfekt. Einfach nur einfach X drücken bringt nichts, ins Menü hinein und die Blase auswählen. Wo haben sie? So, steht da empty. Und aus empty machen wir mal eben voll. Zack. Hier ist zu beachten, dass es nur mit Schmutzwasser geht. Ich habe versucht, die Blase auf dem am Brunnen aufzufüllen. Da hatte ich keine Chance. So,
sammeln wir erstmal ein paar Gegenstände ein. Und hier war noch was. Und weil es so schön war, tätigen wir eben nochmal den Hebel. Aber da können wir noch nicht hintauchen, weil die Ventilatoren noch an sind. Die müssen wir erstmal deaktivieren. Das dauert noch einen Moment. Ich hoffe mal, Lara hat jetzt noch genug Luft. Hallo Lara, wo musst du hin? Puh. Eigentlich könnte ich noch eben nochmal so ein Geheimnis einsammeln. Aber ich denke mal, ich speichere mal vorher ab. Weil ich habe nämlich keine Lust, irgendwo festzuhängen. Ich werde auch gleich sehen, warum ich das gesagt habe. Weil das Geheimnis ist nämlich doch recht gut versteckt. Ups, ja, da genau da muss ich rein. Die kann man sich schon mal so ein bisschen verhaken. Und der Grafik kommt hier rein. Zack. Eine Uzi. Was haben wir hier? Fackel, ne? Ein Medipack, cool. Ich liebe Medipacks. Oh. So schnell hier wieder raus. Ah doch, diesmal ging's. Letztes Mal hang ich fest in der Grafik und wäre fast erfüllt. Pomeriggio, ha bisogno di qualcosa? Signorina, è molto gentile da parte sua. Non è da tutti fermarsi a parlare con un povero senza tetto. Ma non sono sempre stato così. Bei tempi quando la mia defunta madre mi preparava i piatti succulenti, come la zuppa di fagioli. Ora ricordo a stento quel meraviglioso profumo. So, um den Kollegen kümmere ich mich später. Wir müssen erstmal die Schmutzwasser hier loswerden. Jetzt gelaufen. Ein kleiner Extra-Bogen. Kann ja auch nicht schaden. Hallo Lara, wo läufst du hin? Hallo? So. Jetzt spiele ich die Feuerwehrfrau hier. Ach, nicht die Fackel. Wo haben wir's? Water. So. Ja, einfach hier hoch. Den sauberen Kamin hoch. Die Brechstange einsammeln. Und wieder zurück. Und weiter geht's. Auf dem Balkon. Da
Kollege mich vorhin nett empfangen hat. Zum Glück hat er auch was dagelassen für mich. Ein schönes Zielfernrohr. Ups. Ja, Rechtsstange hinein, Thema erledigt. Oh, jetzt ist es gleich interessant. Ja, dann gehen wir in die Klappe hinein, würde ich sagen. Ja, lach mal auf. Wo seid ihr? Okay, ich dachte, ihr wären Ratten. Vielleicht auch noch nicht. So, jetzt ist Timing angesagt. Ja, ein bisschen kann ich. Hier liegt noch was, ne? Alles einsammeln. Ein Schritt vor. Fackel an. Und eine Runde abspeichern, würde ich sagen. Kann ich jedem nur empfehlen. Da! Zwei gelaufen. Man sollte auch vorher stehen bleiben. Besser ist das. So, jetzt aber jetzt hier. Geht doch. Ich sollte auch mal langsam springen. Ups, nicht so weit, Lara. Schön. I love it. Ja, ich muss so langsam heran. Stopp. Moin. Ich speichere mal lieber ab, denn sicher ist sicher. So, und hier habe ich das Gift oder Betäubungsmittel, wie auch immer. Das benötige ich jetzt. Hier ist zu achten, dass man mit dem Rücken zur Leiter steht. Hochspringen, X drücken, X halten und blapp. Da hat die... Und schon ist die Luke auf. Genau, das wollte ich sagen. So. Hier haben wir einen Medipack. Und wenn man genau hinguckt, sieht man da so Aspirin. Das will ich natürlich haben, aber geht nicht. Ich denke mal, das ist so wie bei Maniac Mansion. Ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand von euch kennt. Mit der Kettensäge. Wenn man die haben wollte, stand da immer I think it's for another game. Ja. Ein kleiner Easter Egg bestimmt. €10. Ja, genau. Ich bin gerade überlegt, was muss ich als nächstes machen. Als nächstes ist jetzt natürlich die 10€ gewinnbringend einzusetzen. Klavierspielen geht immer noch nicht. Was will ich denn jetzt hin? So, jetzt kaufen wir erstmal was richtig Tolles ein. Richtige schöne Suppe. Beim Supermarkt. Wo haben wir den Supermarkt? Hier. Eine nette Dame hier. Man achtet darauf, wie Lara bezahlt.
Buonasera. Buona. Avrei bisogno di fagioli, olio e salsa di pomodoro, per favore. Ecco a lei. Grazie e arrivederci. Arrivederci. Jawohl. So, jetzt müssen wir erstmal wieder nach Hause gehen. Naja, was heißt nach Hause? In das Häuschen hier hinein. Eine Runde kochen. Plopp. Und zack. Da ist die Suppe. Dann gehen wir mal zu den Hungry Man hin. Ein gutes Werk, würde ich sagen. Ne? Ganz rustica. Che Dio la benedica. Purtroppo non ho nulla per ricambiare il favore. Magari mi sa dire come posso fare per parlare con il prete. La chiesa è chiusa ed è piuttosto urgente. Non so quanto possa servire, ma tenga. Proprio ieri ho trovato questa chiave. Credo che il prete l'abbia persa. Sa, è un po' anziano e distratto. So. Jetzt habe ich den nächsten Schlüssel. Den kann man nicht mal sofort verwenden. Schon den blauen Schlüssel, weiß ich gar nicht. Ja, den blauen Schlüssel habe ich auch schon. Nein damit. Den grünen Schlüssel. Ich wollte jetzt schon reingehen. Was sagt meine Energie? Ne, jetzt erstmal wieder zurück. Denn ich habe ja noch das Betäubungsmittel. Das könnten wir eigentlich. Ja, gewinnbringend einbringen. Oder einsetzen, besser gesagt. Und zwar in diesem Gunshop hier. Kann man ja gut lesen, ne? Gunshop. Un negoziante di armi che legge un romanzo d'amore. Patetico. Piuttosto, come posso rubare un'arma senza uccidere questo romanticone? Romantik. Ja, der Kollege ist ein wenig verliebt. Und zwar in diese Dame hier. Wenn man genau hinguckt, kann man es erkennen, unten rechts. Da unten rechts. Je nachdem, wie man steht, es ist auf jeden Fall die Lara. Und man achte natürlich. Na, da kann man es so gut erkennen. Das ist doch Lara. Ne? Und vor allem die Herzchen, die oben über dem Bild sind. Natürlich auf das Cover. Ja, was soll ich sagen, Kollege? Ich würde sagen, träum schön. Und damit es auch klappt mit dem Träumen, helfe ich nochmal ein wenig nach. Ich kombiniere das Betäubungsmittel mit den Lappen und sage ihm dann einfach mal Use. Di sicuro non si sveglierà per un bel po'. Chissà quali storie d'amore starà sognando adesso. Genau, soll er mal von dem Roman mal träumen. Gut. Jetzt habe ich einen Revolver. Das würde ich mal gleich eben so ein bisschen kombinieren. Und zwar genau mit dem Laserpointer. Ein bisschen einfach. Leider bloß auch treffen. Na, der war jetzt nicht so toll, ne?
Deswegen spiele ich auch am liebsten mit meiner Standardwaffe. Das macht eben mehr Sinn. Gut, ich brauche Medipack. Kleines. Na komm, das reicht. Jetzt brauche ich den Revolver. Nein, Lago ist hier hin. Also irgendwann guckt Lara nach oben jetzt. Und hier ist eine gute Position, um auf die Glocke zu schießen. Das kennen wir noch von irgendeinem anderen Teil. Figliola, come hai fatto a entrare? Avevo bisogno di pregare, le chiedo perdono per l'intrusione. Non importa, ragazza, ma visto che sei qui, mi aiuteresti a trovare la mia Bibbia? Chissà dove l'ho lasciata. Sai, sono anziano e un po' distratto. Dove ho già sentito questa frase? Ja, man achte auf die Mönchsmusik. Einfach nur genial, würde ich sagen. Gibt der ganzen Geschichte eine besondere Stimmung. Nein, nichts Vergnügen. Na komm. Genau, ich glaube jetzt gehen die Ventilatoren aus, meine ich. Ja, sind sie aus. Jetzt kann ich dann dementsprechend. Oh. Oh, da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Das ist die falsche Waffe. Ich wollte schon meine Pistolen hier haben. Okay. Ist jetzt halt so. Kuguli-Deckel, wo warst du nochmal? Irgendwo hier, ne? Da wusste ich doch hier. Weil diesen Edelstein, den brauche ich mich jetzt gleich. Hier war ich nämlich auch am Fluchen gewesen. Wie geht's hier weiter? Gleich mehr Spaß, ne? Ah ja, genau, da muss ich gleich wieder raus. Ja, ich erinnere mich. Und den Edelstein kann ich hier einsetzen. Ja genau, der gelbe Schlüssel war es. War hier sonst noch was? Ich glaube, mehr war hier auch nicht. Lass mal einmal ganz kurz gucken. Nee, mehr war hier nicht. Hallo? Okay. Ups. Hallo, Lara, wo willst du hin?
solltest eigentlich einfach nur hochspringen, genauso. Ah, hier war noch irgendwo ein Geheimnis. Auf den Dächern. Nur wo war das? Ich weiß es nicht mehr. Da müsst ihr die Dächer mal abchecken. Ich meine, hier wäre noch ein Geheimnis gewesen. Irgendwo kam man nicht hier drauf. Was war das hier? Weiß ich auch nicht. Geht. Schade. So, ich habe den gelben Schlüssel. Komm, wir setzen sofort ein. Ich suche die ganzen Dächer nicht ab, da habe ich keine Lust zu. Die Bibel. Ah, ja genau. Das war ja mein Auftrag, die Bibel zu suchen. Haben wir noch sonst was? Außer Spesen nichts gewesen. Gut, dann würde ich sagen, ab zum Priester. Aber ich denke mal, nicht so genau. Ich versuche mal etwas. Was macht die denn da jetzt? Okay. Il Signore ti ricompenserà adeguatamente per questa tua opera di bene. Ma intanto, come posso ricambiare? Mi piacerebbe fare un giro di questa chiesa. Mi hanno detto che è bellissima. Certo, figliola. Tieni, questa è la chiave del chiostro. Yippie, ich hab einen goldenen Schlüssel. Den können wir jetzt hier einsetzen. Weil ich gerade, was jetzt nochmal kommt. Ich glaube, es war nichts Wildes. Ja, einfach ein Seil hier ziehen. Seil Nummer 1. Und natürlich auch noch Nummer 4, ne? Wir machen hier keine halben Sachen. Ups. Achso, die Klappe muss ich runter. Wo war die nochmal? Hier, ne? So, das war der nächste Schlüssel.
ganz easy, ganz locker runtergespielt. Was ist los? Dachte ich schon. Ich würde jetzt schon anfangen zu rutschen. Das wäre nämlich fatal gewesen. Also hier auf jeden Fall abspeichern, das kann ich nur empfehlen. Genau in der Kante. Und komm. Haha, hier habe ich auch versucht an der Stelle. Man muss sofort, muss man da reinkriechen. Dann hat man eine Chance.